Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, das sich gewünscht wurde, nämlich zum Thema Arpeggio of Blue Steel, die Premium-Schiffe, die wir momentan erfahren können. Und wie ihr wisst, hat uns Wargaming die Gelegenheit dazu gegeben, für all jene, die es bisher noch nicht geschafft haben, aber dennoch ein großer Fan der Serie sind, die Arpeggio of Blue Steel-Schiffe, das sind hier einmal die 5 Kongos, zu erfahren. Ja, es gibt da noch mehr und die sind auch im Spiel, die kommen vielleicht dann später mit nächsten Patcher, wenn die Kooperation länger anhält. Vielleicht kommt auch noch was Neues, man weiß es nicht. Das hier ist eine der Kongos, nämlich die ARP Haruna. Das ist die gelbe Variante davon, wie ihr dann gleich sehen könnt, habe ich alle. Wir haben mit Start Freitag, dem 31. Januar um Punkt 6 Uhr morgens, Uhrzeit, ich glaube Central European Time, bis Donnerstag, 13. Februar, die Möglichkeit bei den persönlichen Aufträgen, und auch da zeige ich es euch gleich, das hier ist übrigens die Kongo, da hier hätten wir die Kirishima, das ist die grüne, und die Yay, naja, die könnten wir erfahren, wem es gefällt, sagen wir mal so, die pinke ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmäckle, aber der Vollständigkeit halber, haben wir wie gesagt die ARP, Yay, die Kongo, die Haruna und wir haben die Möglichkeit, die ARP Miyoko mit der ARP Kirishima zu erfahren. Und das ist quasi, naja, die Chain, die wir erfüllen müssen. Auftrag fortsetzen, das bedeutet, wir starten einfach ein Spiel mit den Schiffen von Stufe 5 oder darüber. 25 Zitadellen von Schiffen zu treffen, ja gut, das ist, glaube ich, schaffbar als nächstes und so weiter und so fort. Sprich, jeder Einzelne hat einen eigenen Task und eine eigene Belohnung. Am Ende steht dann immer das Schiff, hier die je. Nach dieser Kette kommen wir in die Jagd auf ARP Miyoko. Wir brauchen zuerst die Jagd auf die ARP je, um die Kongo spielen zu können, dann die Haruna, ich habe Miyoko gesagt, glaube ich, dann die Miyoko und die ARP Kirishima. Und dann soll es das eigentlich gewesen sein, wenn es so aussieht. Das andere sind die Mondneujahr-Aufträge. Und ja, es gibt dann bei der Miyoko, das ist die hier, natürlich ebenfalls noch ein paar, naja, Modifikationen oder andere Schiffe, wie es so schön heißt. Ashigara, Haguro, und die Nachi, die grüne. Die South Dragon, das ist wieder was anderes. Das ist auch eine Miyoko. Das sind alles Miyoko-Klassen. Diese Schiffe haben einen anderen Kapitän oder die Möglichkeit, einen anderen Kapitän draufzupacken. Diese Schiffe haben eine andere Tarnung. Das sind Premium-Schiffe, das sind Premium-Tarnungen. Das sind also keine normalen Schiffe mit einer, mit einer Skin drüber, sondern sind wirkliche Premium-Schiffe, wirkliche Premium-Tarnungen. Die haben die Tarnungen der Premium-Tarnungen ebenfalls. Man hat jetzt die Möglichkeit, hier einmal die Tarnungen auszumachen. Bedeutet, die Schiffe sehen dann ganz normal aus, mit, glaube ich, noch die 5 Tarnungen, wenn es mich nicht täuscht. Haben aber immer noch die Premium-Tarnung drauf. Ihr müsst nicht mit den uniken Commandern hier spielen, Kapitänen spielen, die auch eine eigene Anime-Stimme haben, wenn ihr, glaube ich, National Plus einstellt. Ihr könnt hier auch ganz normale japanische Kapitäne drauf machen. Alles, was diese Schiffe hier generieren, kann umgewandelt werden, wie bei ganz normalen Premium-Schiffen. Wargaming gibt uns also quasi die Gelegenheit, 5 Premium-Kongos zu erspielen mit Premium-Tarnung. Aussehen Geschmackssache, ansonsten einfach ausmachen. Goodies. Dasselbe ist bei der Miyoko. Habt ihr keine Miyoko, weil ihr die andere verkauft habt, habt ihr nun eine Premium-Miyoko mit Premium-Werten, die es normalerweise nicht im Spiel gibt. Ein wirkliches Premium-Schiff, kein normales Silberschiff mit Premium-Tarnung. Das bedeutet, auf diesen Schiffen kann jeder Kapitän ohne Umlernen gefahren werden. Natürlich gibt es dann auch noch die Möglichkeit, und das werden vielleicht auch viele wahrnehmen oder zumindest Fans der Reihe, nämlich im Premium-Shop sich diese Schiffe zu kaufen. Ihr habt übrigens hier auch noch die Möglichkeit, da teilzunehmen, immer nur wenn ihr angemeldet seid oder auch ingame, um den Kapitän Yotaro zu bekommen. Bekommt ihr so einen lustigen Bär hier, den Dasha hier hält, als Kapitän. Die Schiffe kann man alle einzeln kaufen mit den dazugehörigen Kapitänen, ihr habt es bei mir schon gesehen. Zusätzlich haben wir hier auch noch die anderen ARP Miyokos, also Nachi, Haguro, und so weiter und so fort. Die Takao, ja, die habe ich auch. Jetzt zeige ich euch von mir das auch nochmal. Das ist die Stufe 8 Atago als ARP Premium Variante. Die ist natürlich ein bisschen teurer. Und naja,
Das war's dann eigentlich schon, was das hier betrifft. Theoretisch alle Fans können sich die Kapitäne noch extra dazu kaufen. Die Jona und den Gunzo, was auch immer, mit 11 Fertigungspunkten oder das ganze Paket für wahnsinnige 189 Euro. Persönlich bin ich kein Fan der Serie, weil ich sie nicht kenne, würde auch generell nicht für 190 Euro so ein großes Paket kaufen, aber das ist jedem selbst überlassen. Was ganz, ganz wichtig ist, die Werte sind identisch. Also die Werte der jetzt hier Premium-Schiffe oder der Standardschiffe, die Takao ist natürlich eine Atago und die ist immer schon Premium-Schiff. Superschiff übrigens mit Thiel auf Stufe 8, echt kein schlechtes Schiff. Was man anmerken sollte ist, Wargaming schenkt uns diese Schiffe, wenn wir ein bisschen fahren. Für manche Dinge muss man mehr tun, für manche weniger. Ich sehe hier nur eine Möglichkeit, 5 Premium-Schiffe zu erfahren oder die Arpeggio of Blue Steel Premium-Schiffe zu erfahren, auch wenn ich nicht unbedingt 5 Kongos brauche, ist es doch die beste Art und Weise, auf Premium-Schiffen den einen Kapitän immer hochzuziehen. Nimm einen normalen Kapitän, setzt ihn auf die Kongo, setzt ihn auf die Yay, setzt ihn auf die Haruna, setzt ihn auf die und so weiter und so fort und trainiert den einen Kapitän immer hoch mit 5 Kongos. 4 Kongos, aber so viele ihr eben spielen könnt. Und für all jene wie mich, die hier schon einmal die Arpeggio of Blue Steel Flotte erfahren haben, gibt jedes weitere Schiff, das wir so erspielen, ja, Credit Points. That's it. Vielleicht sogar einen Hafenplatz, wenn es mich nicht täuscht. Credits und einen Hafenplatz. Aber beim Hafenplatz bin ich mir nicht so sicher. Das war's hier einmal von meiner Seite zur Arpeggio of Blue Steel Flotte. Wie gesagt, wurde sich einmal gewünscht und macht kaum Arbeit. Viel Spaß und bis bald.